Oh, drei Lichter, drei Lichter, drei, überall drei Lichter. Da kommen 1 Milliarde von denen. Das endet bestimmt hervorragend. Ihr macht die Seite, ich mach die Seite, oder wie? Einfach immer ins Gesicht schießen. Da sind die empfindlich. Ganz im Gegensatz zu uns Menschen. Shit. Der Vortigaunt ist doch geil, jetzt zermatscht die voll. Die Worts sind echt super, ja. Kann man die mieten? Für eine Party zum Beispiel, wo viele Insekten kommen? Beim Grillen oder so, da nerven die Insekten immer. Wenn man da so Vortigons einladen könnte, die alle wegmatschen, das wäre doch voll super. Position! Trixie bleibt von dem grünen Licht weg. Das noch nie so sauer gesehen. Bitte sag mir, das waren alle. Nein, da kommen noch mehr. Aber da an hinten sind die Lichter schon aus. Da kommen trotzdem noch Viecher. Aber jetzt waren es alle, oder? Sehr gut. Ich guck mal kurz, was hier in der Kiste ist. Ah, Gedöns. Sie ist schwer verletzt. Oh nein. Eine tiefe Versenkung in der Vortessenz ist nötig. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Wir benötigen das Larvenextra. Ah, ja. Das Extrakt, richtig. Ja, ja. Ich habe gesagt, das Extrakt brauchen. Habe ich vorhin gesagt, ne? Das tief im Nest, im heiligen Nektarium. Im Nektarium? Aber allein werde ich es nicht schaffen. Ich will jetzt unbedingt ins Nektarium. Das wird super. Bitte, Freeman. Komm er mit. Komm er mit. Es gibt keinen besseren Mitstreiter. Gehen wir ins Nektarium? Ah, oh, da ist bestimmt alles voller Nektar, Baby. Du gehst vor, ne? Boah, das Nektarium, da hab ich jetzt Bock drauf. Führ mich zum Nektar! Folgt mir, Freeman. Okay. Hab ich gemacht. Ah, der kann Generatoren ankuscheln. Welch Talent. Ist da das Nektarium? Was hast du gerade gesagt? Dieser Körper stehe ihm bereit? Ich mag dich auch, aber nicht auf die Art und Weise. Wir gehen mal ins Nektarium. Guck mal, Larven. Oh nein! Da habe ich aus Versehen draufgelatscht. Wie ungeschickt von mir. Die beiden rettet auch nur der Ladebildschirm gerade. Aber nur für kurze Zeit. Für sehr kurze Zeit. Oh nein! Voll draufgetreten. Das tut mir immer so leid. Nicht. Mach nicht so komische Geräusche. Das ist voll eigenartig. Wo ist denn jetzt das Nektarium? Sag doch mal. Das ist nur alles voller Insekten. Ja. Los, Dr. Freeman. Ich habe sie geschwächt. Cool. Soll sie angreifen. Okay, kein Problem. Au! Da ist auch eine Trotz. Mehrere sogar. Diese Trotzlöffel. Da ist noch einer. War noch einer. Rechts, links, oben, unten. Huch. Wo kommst du denn her? Ich sehe dich. Gefahr
von Säurelöwen. Mit ihrem Ätzensäurestrahl schlagen sie tiefe Tunnel in den Fels. Doch er dient auch zur Verteidigung junger Sträuber wie uns. Ah, Säure ist das also. Das klingt super ungefährlich. Sind wir denn gleich im Nektarium? Wo kommst du denn her? Kannst du wenigstens mal Hallo sagen, bevor du versuchst, mich zu essen? Ah! Wir sind unhöflich. Oh, mir geht gleich die Munition aus. Ich wechsle mal kurz auf die Schrotflinte. So, dass es denn genehm ist. Die rotzen mich die ganze Zeit mit ihrer Säure an. Das finde ich gar nicht mal so gut. Ja, komm doch her. Komm doch her. Voll ins Gesicht. Oh, was liegt da rum? Munition und ein Skelett. Zwei Skelette. Teile von zwei Skeletten. Sicher, dass das unser Glück ist, dass die beiden da verreckt sind? Ich bin mir da nicht 100% sicher. Aber gut, du bist sehr weise, du wirst da eine Ahnung von haben. Wie viele von den Viechern sind hier unter der Erde? Das ist ja voll die Infestation. Oh oh, der hat eine aktive Granate. Puff. Ah, ich habe wieder ein bisschen Munition gefunden. Gut, gut. Komme ich hier hin? Ich glaube, wenn wir die Combine besiegt haben und sie von der Erde vertrieben haben, mich auch, dann haben wir noch ein viel größeres Problem, nämlich die ganzen Insekten, die unsere ganze Welt untertunnelt haben und es mit Säure berotzen. Das war geplant. Au. Das war 1A geplant. Oh, fuck, da geht's tief runter. Ich mach die mal kaputt, sonst. Und dann da an die. Was glaubte Dr. Freeman dort unten zu finden? Die Bundeslade. Dr. Freeman erkundet jeden Weg. Ja, das, wie gesagt, war alles geplant. Ich wollte darunter. Wegen der Bundeslade. Geht die Tür auch irgendwie auf? Mach du mal. Ich guck mich mal kurz hier um. Nein. Muss ich eventuell doch da runter? Nein. Das führt nur in den Tod. Nach oben? Komme ich da noch irgendwie hin? Nein. Ja, ich sehe, dass da noch Bretter sind, aber ich kann die irgendwie durch die Tür nicht kaputt. Oh, warte, ich habe ja noch eine Spezialwaffe. Die vergesse ich irgendwie öfter. Ah, schon ist die Tür auf. So einfach geht's manchmal. Mit manchmal meine ich immer. Man muss halt nur dran denken. Also diese Larven, ne? Oh, guck mal. Da hat einer die mit Eisenbahnnägeln an die Wand genagelt. Wenn das mal nicht super passend ist. Und da ist jemand ein bisschen abgenagt worden. Können wir nicht einfach diesen Albtraum beenden und unsere Zivilisation wieder haben? Da wäre ich voll der Fan von. Dr. Freeman wird sich einen Weg finden, das Tor zu öffnen, damit wir es passieren können. Natürlich muss Dr. Freeman einen Weg finden. Der feine Herr Vortigern muss sich eine Runde ausruhen. Der hat keine Zeit, einen Weg zu finden. Warum bist du noch am Leben? Ich dachte, du wärst tot. Da ist er tot. So, wir müssen also irgendwie durch das Tor. Da
Das ist eventuell was mit diesem Aufzug zu tun. Da unten ist irgendwas. Okay. Muss ich den beschweren? Damit er runtergeht. Ich bin berühmt für die schnelle Lösung von Rätseln. Ach, guck mal. Es funktioniert. Und schon sind wir unten. Oh, jetzt fährt das Ding wieder hoch, ohne mich. Das heißt, ich bin hier unten gefangen. Ich werde niemals mehr einen Weg hinausfinden und werde hier unten verhungern. Nein, halt, verdursten. Das ist viel cooler als verhungern. Du mit deiner Granate. Du Trottel mit deiner Trottelgranate. So, was ist mit dir? Nix, sehr gut. Ist noch ein Aufzug. Aber wir müssen eigentlich nach oben jetzt, ne? Eigentlich. Oh, der kommt da um die Ecke. Nicht mehr. Warte, da hinten ist irgend so ein Steuerdingens. Hier ist auch noch Munition drin, sehr gut. Halt, 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 warte, nein, Fahrstuhl, warte. Große, schwere Eisenteile. Und ich kann dieses Insekt noch platt machen. Kann ich den Aufzug wieder runterholen? Das wäre sehr erbaulich, wäre das möglich. Yep, da ist er. Was passiert denn, wenn wir diesen Aufzug mit schweren Dingen beschweren, die eine beschwerliche Reise hinter sich haben, und die dann aktivieren? Bleibt er dann unten lange genug, dass ich da drauf hüpfen kann? Nein. Nicht lange genug, dass ich da drauf hüpfen kann. What? Muss ich da noch mehr draufladen? Ich dachte, das wäre jetzt schwer genug. Ist hier noch irgendwie noch so ein da ist noch so ein Teil. Neuer Versuch, neues Glück. Oh ja, er bleibt unten, er bleibt unten, er bleibt unten, er bleibt unten. Muss ich nur die Dinger runterschmeißen? Und schon geht's aufwärts, Baby. Wir müssen doch nicht hier unten verdursten, obwohl ich da schon Lust zu gehabt hätte. Das wäre eine ganz neue Erfahrung gewesen. So, ich mach mal kurz das Tor auf, damit wir wieder vereint werden können. Ja, das weiß ich doch. Das musst du mir nicht extra sagen. Darfst du aber sehr gerne. Ist gut für mein Ego. Oh, guck mal, da ist jemand eingematscht worden. Und schon hat er den angekuschelt. Oh toll, die andere Hälfte bleibt noch daran kleben, wenn das hochfährt. Nice. Oh oh. Das wirkte in der Tat sehr gefährlich. Wenn du das sagst. Einige von denen zumindest. Deren Inhalt habe ich gerettet. Die Kisten nicht unbedingt, nur deren Inhalt. Aber darauf kam es mir auch an. Hey Typ, hey! Der Vortigon ist super, wie er die platt macht.
Guck, hier ist alles voll von den... Oh, shit. Von den Insekten, wollte ich sagen. Larven. Aber die wurden so ein bisschen platt gemanscht. Das war nicht meine Arbeit. Oh, da ist noch ein... Da waren noch welche. Das finde ich auch gut, dass er auf unserer Seite ist. Mit wen meinst du mit R? Mich? Das wäre ja famos. Ist das eine Tür? Nee. Ich glaube, wir müssen hier nach oben, oder? Kommst du mit? Ich glaube, er kommt mit. Ich hoffe, er kommt mit. Ein großes Dingens. Ein sehr großes Dingens, was hier so rumfleucht. Können wir das irgendwie... Kriegen wir das hier runter? Ich folge. Ich muss da durch das... Der hat noch eine Granate in der Hand. Yeeks! Hat er gerade Damn gesagt oder was anderes? So, ich versuche das Ding hier wegzuschieben. Ah, es bewegt sich. Und schon können wir hier in das Loch reinküpfen. Oh, oh, oh. Nein, halt. Oh, oh Gott. Ich wollte heute gar nicht Achterbahn fahren. Zu Hilfe. Oh, shit. Na, oh, verdammt. Oh. Das war ungesund. Also, so ganz allgemein betrachtet. Oh, da kommt noch einer. Hey, hey, hey. Was für ein Spaß für Jung und Alt. Und da kommen noch brennende Leichen hinterher. Was für ein schöner Tag heute doch ist. Keine Grube ist perfekt ohne einen Freeman, der ausgeschossen. Ich hätte fast auf dich geschossen. Da will ich nicht nochmal reinfallen. Müssen wir da weiter? Ich sage ja. Wir müssen immer noch zum Nektarium, oder? War das nicht unsere Aufgabe? Das Nektarium, wo so viel Nektar zu finden ist? Natürlich sind überall noch Käfer irgendwo auf dem Weg. Dort, über die Schlucht. Dieses gewaltige Gerät sollte die Angriffe der Chaosenlöwen meisterhaft abwehren. Mit der Zustimmung von der Freeman sollten wir uns einen Weg dorthin bahnen. Gut, wir bahnen uns einen Weg. Überhaupt kein Problem. Ich stimme dem natürlich zu. Also da müssen wir hin. Aber da müssen wir einen Umweg zu hinnehmen, weil wir da nicht einfach so hinkommen. Hin. Aber ich nehme das mal so hin. Ja. Vorsicht, das ist ein schmaler Grat. Ach, so ein Stampfgerät. Sehr gut. Ich habe davon gehört. Oh, ein Widerstandskämpfer. Das tut mir leid, dass der hinüber ist. Gut, hier sind wir zumindest unmittelbar erstmal sicher vor den Viechern. Das ist gut. Oh, vor den Zombies nicht. Die scheint das wenig zu stören. Zurück in das Nichts. Ja, genau. Zurück in das Nichts, ihr Monster. Ich hoffe es zumindest. Gut, und anrotzen könnt ihr es ja auch noch. Ist getrennt? Der redet immer in so komischen Metaphern. Fast als wäre er ein weiser Uhu oder sowas. Was passiert, wenn ich hier raufgehe? Ist das clever? Möchtest du... Oh, ey. Nicht. Zurück in das All im All. Zurück in das All im All? Er redet merkwürdiges Zeug, aber er ist schon sehr hilfreich beim Weg...
einflötern. Wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin? Da hinten irgendwo? Hast du sie bald alle weggebraten? Was ist denn das hier? Ist das ein Schacht? Oh, da ist ein Knopf. Ah, da kommt ein Aufzug runter. Sehr, sehr langsam. Sehr, also äußerst langsam. Der lässt sich richtig Zeit da auf. Oh. Natürlich kommen da Zombologen aus der Hütte, wenn der Aufzug gerade kommt. Wäre auch zu schön gewesen, wenn nicht. Und eine Rotzameise ist natürlich auch noch vor Ort. Ah. Die rotzt nirgends mehr rum. Wo kommt die auf einmal alle her? Können die schmecken, dass ich den Aufzug aktiviert habe? Das spüren sie mit den Nüstern in der Luft. Und dann kommen sie auf einmal alle angeschissen. Ja, gute Idee. Möchtest du mitkommen? Hey, komm mit drauf. Au. Ich finde es nicht so schön, dich allein zu lassen. Aber wenn du sagst, oh, er kommt zurecht. Der spratzelt die alle weg. Ich glaube, der hat ein ernsthaftes Problem. Tschüss dann, wir sehen uns. Tschüss. Alter, wie hoch können die denn fliegen? Oh, ich sehe die Oberfläche. Ah, nix wie raus hier, ey. Nix wie raus. Nix wie raus. Oh, es geht nur wieder in den Tunnel rein. Nee, wir müssen doch wieder raus. Alles gut.